Hallo und willkommen zurück zu Factorio. Und Flo, wie sieht's denn aus? Wollen wir mal uns mit Electronic Circuit Produktion? Ich mache uns jetzt nach unten links dicht, aber dann gerne, ja. Ich mach noch meine Mauer fertig. Wir bauen die Mauer. Genau. In all ihrer Pracht. Ansonsten gefällt mir das. Das geht relativ schnell, was wir hier kriegen. Und das passt ja eigentlich. Wie geht's meinem Batteriezug? Der wird weiter fröhlich beladen. Auch schön. Auch hier brauchen wir vielleicht nicht ganz so viele Stacks. 4 Stacks sollten da auch reichen. So, war es noch irgendwas, wo wir gesagt haben, das bräuchten wir immer mal wieder. Keine Ahnung. Vielleicht noch Mining Drills. Da ist Wasser. Was ist hier? 100. Was hältst du von Mining Drills? Ja, kann auch nicht schaden. Also ich meine, Furnaces wären bestimmt cooler, weil die sind lästiger zu craften, aber... Auch nicht schlecht, aber da bräuchten wir dafür... Advanced Circuits, ja. Advanced Circuits und... Die möchte ich gerade... Das müssten wir anders machen, weil die Stone Bricks sind nur hier oben. Das muss ich ein bisschen anders machen. Da kann ich das unten nicht hernehmen für. Jojo. Von daher... was habe ich gesagt? Mining Drills, it is. Genau. Hier ist ja gar nichts. Beim Gegnern. Das ist ja hier total die Pampa. Lebt ja nix. Ist alles tot hier. Ist ja cool. Ich kann keine Wände, kann keine Mauern bauen. In theory anyway. Und hier sind noch. Hier ist aber auch überall nur Kupfer. Irgendwie Eisen ist hier unten auch nicht. Nicht so wirklich, bloß mal so Mini-Fältchen. Ich glaube, ich nutze nochmal den Upgrade-Planer. Ja, da sind die Aliens. Und upgrade das gut, hier mal. Gut, da brauche ich auch so, dann kommen hier nämlich mal Eisenplatten hinten an. Ich muss sagen, das gefällt mir mit dem Upgrade-Planer. Ich finde es zwar etwas overpowered, in welcher Größe der das machen kann. Wenn das jetzt für Roboter wäre, okay, dass man dann hingeht. Aber so. Ja, wie auch immer. Mining Drills. Hier brauchen wir eine Anbieterkiste. Brauchen wir eine Produktion für Anbieterkisten. Wenn es nur ist, um eine Anbieterkiste mit Anbieterkisten drin zu haben, ja. Genau. So, und theoretisch, wenn wir jetzt überall Netzwerk haben, dann werden, wenn die Mining Drills kaputt sind, sie automatisch wieder aufgefüllt. Stimmt, ja. Also die Idee dahinter ist so grundsätzlich. Sag mal, wieso stehen sie jetzt schon wieder? Ja, Advanced Circuits müssen wir auch noch mal verbessern, weil da stehen auch zu viele. Fuck. Jetzt dachte ich schon, ich habe viel zu viele Mauern genommen, was hat trotzdem nicht gereicht. Oh, da kommt gerade ein Batteriezug. Must investigate. Dann kriegen wir nämlich unsere ersten Lasertürme. Und der müsste ziemlich voll sein. 795 Batterien. Schick. Ist das voll? Nee.
Ich meine, wir brauchen 12 für einen von diesen blöden Türmen. Da sind immer ein paar, die wir da rauskriegen. Und wir werden mal wieder angegriffen. Ich glaube, ich nehme mal direkt den Turm mit. Ah, da oben. Da ist durch gerade kein Turm, ja. Das ist so zwischen zwei Türmen. Hey, wir haben zwischen 18, 16 und 17 von den Modulen. Cool. Ja, die wühlen sich gerade durch. Genau, da ist keiner. Okay. Die Schweine. Irgendwas hat es jetzt gerade angegriffen. Habe ich irgendwie Selbstschussanlage? Letztens sind da genug an einen drangekommen dann doch? Weiß es nicht. Noch immer. Laser Turret. Eat this. I'm a fire in the lasers. Yep, indeed. Das macht da oben. Ja, genau. Oh nein, die Mauern sind durchbrochen. Ja, ich habe leider keine. Ich glücklicherweise schon. Klopp. Sehr gut. Und schon wieder. Diesmal links oben. Links? Links. Links, da. Wir haben drei Lasertürme. Ich nehme sie mal mit. Hast du da auch Strom, ja? Ich habe Big Strompoles. Big Stromposts. I have the Big Stromposts. There is nothing they can do with me, oder so ähnlich. Ich komme trotzdem mal als Fire Support mit. Bin ich okay. Nein, also da kommt überhaupt nichts mehr raus an Öl. So, dann wollen wir mal. Wo war das hier oben irgendwo? Ja, ich sehe es auch schon. Echt? Da oben ist gerade einer rumgerannt. Ach so, ja, aber die Mauern ja nicht. Doch, da war die Mauer kaputt. Da war die Mauer kaputt? Ah, okay. Da war die Mauer kaputt. So. Ja, dann. Boah, krass, was haben die denn für Range? Das ist ja abartig. Die sind gut, oder? Das ist ja voll cheaty. Keine Munition und riesen Range. Aber sie brauchen Strom. Ja. Und zwar viel. Ja, ja. Es ist balanced, weil es braucht Strom. Ist es. War das Nest hier auch schon da? Das links, als ich vorbeigelaufen bin, ja. Ich glaube trotzdem, dass ich irgendwie das Gefühl. Also, es kam erst auf der Karte, als ich vorbeigelaufen bin. Ich habe trotzdem das Gefühl, hier könnte mal was passieren. Vielleicht, aber wetten, dann gehen sie irgendwie links oder rechts davon hin, weil. Ja, falls sie. Because of reasons. Falls sie es nicht tun sollten. Haben wir jetzt was dagegen. So, jetzt haben sie auch Strom. Auch schön wird dort neben den Solaranlagen. Ja, genau, da ist direkt die Stromversorgung. Ja. Sie geht zwar irgendwie wahrscheinlich so dreimal im Kreis, aber. Ja, kommt hin. Aber wir wollten ja Redundanz einfügen. Ja. Jetzt haben wir eine direkte Verbindung. Also direkter Re. Bis Nacht wird. Bis Nacht wird. Wie sieht's eigentlich aus mit Strom? So apropos. Ja, keine Ahnung. Aber im Zweifelsfall können wir die Radarschüsseln ausschalten.
nicht Circuit Network, Stromnetzwerk. Komm mal her. So. Ja. Das sind die Solar Panels. Die laden. Verarsch mich nicht! Das sind die Akkumulatoren. Ich habe keine Ahnung. Wird schon passen. Ich hoffe auch, dass es, ja, ich meine, die ganzen Sachen arbeiten, dementsprechend ist es die richtige Richtung. Wird schon passen. Eben. Also wir produzieren gerade deutlich genügend, wenn ich mir das so angucke. Deutlich genügend. Das sieht auch gut aus. Okay, 2 Stacks reichen. Da sind ja 5, das sind ja 50er Stacks von den Assembly Machines. Okay. Ja. So. Ich glaube, es war auch schon. Ist, ja, nee, unten ist relativ wurscht. Da ist keine Pollution whatsoever. Was fehlt hier? Ja, unten ist auch nochmal ein Nest, dann irgendwann, aber ich glaube, die werden erstmal nichts tun, so wie sauber wieder unten alles ist. Sehr gut. Ich hoffe es. Hoffe ich mit. Apropos hoffen, warum zum Henker arbeitet ihr nicht? Wieso arbeitet diese Electric Furnace nicht? Kein Bock. Ja, sieht fast so aus. Warum zum Scheiße? Irgendwie Was? Sind hier Eisenplatten draufgekommen. Ah! So sind hier Eisenplatten draufgekommen. Vielleicht mal zwischendurch mal Förderbänder kaputt waren und dann irgendwie was auf dem Boden oder? Nein, irgendein Zug lädt Eisen. Hat Eisenplatten ausgeladen. Oh. Vielleicht weil er warten musste? Und das dann ist irgendwie blöd stand? Ein bisschen uncool. Da kam dann nämlich Stahl raus und dieser Stahlzug ist direkt wieder losgefahren. Das ist ja frech. Nicht nur frech, das ist scheiße. ja, ich glaube, ich habe alle gut. Weg. Beziehungsweise die Eisenplatten müssen raussuchen. Du arbeitest. Eisenplatten. Der hier. Wie kann das sein? Verstehe ich nicht. Es wird schon nie wieder vorkommen. Du musst optimistisch sein. Soll ich die Module mal irgendwo hin mitnehmen und irgendwo benutzen oder was machen wir mit denen? Moment. Hier fehlt Ausladen. Ich pack sie mal ein. Ja, mach mal. Die können wir ja verwenden, wenn wir jetzt hier die neue Produktion für Electronic Furnaces, Electronic Circuits bauen. Ja.
Wo machen wir den hin? Ich würde sagen, irgendwo, wo Platz ist. Unten. Auf der anderen Seite von den Modulen ist doch vielleicht ganz nett. Ja. Da ist zwar so ein bisschen Eisen, aber das passt schon. Gut, das heißt, habe ich Gleise? Ich habe Gleise. Das heißt, ihr werdet hier rauskommen. Wo rum fahren sie? Nee, hier rum fahren sie? So rum fahren sie. Hier würden sie reinfahren. Hier würden sie reinfahren. Aha. Da muss man seine Runden abzweigen, ne? Mhm. Und dann rechts die ganzen Gleise, Bahnhöfe und dann oben fahren sie da raus, oder? Mhm. Okay. Hä? Wie groß soll der ganze Spaß denn werden? Erweiterbar. Gut, das heißt nach unten? Ja, nach unten erweiterbar mit mehreren Anschlüssen. Das heißt, wir machen erstmal hier irgendwie hier so rüber und dann wieder hoch und dann kann man da unten mehrere hin tun. Genau, und hier auf der rechten Seite kommt der ganze Spaß hin. Gut. Da, wo der ganze Wald ist, quasi. Mhm. Können die ich dabei habe? Ja. Können die? Oh, wie geil ist das denn? Macht, dass der Wald weggeht. Tod dem Wald. Awesome. Awesome. Gut. Und dann haben wir jetzt da diesen Plan. Und der macht so, das ist. Kann ich nicht machen. Oh! Hm? Man kann Blueprints rotieren. Ja. Da habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, dass das geht. Das ist ja awesome. Das ist ja der Hammer, ist das ja. Gut, aber wenn wir die Gleise nach unten erweitern, dann wollen wir wahrscheinlich die Dinge auch nach unten erweitern, ne? Ja, aber ich würde sagen. Ja. Das heißt, wie rum ist das? Da kommt links und da kommt links und da. Ich stelle mich dabei hier einfach mal blöd hin. Und machst du halt weg. Und bin. Na gut, so viel Wald muss dann gar nicht weg, tatsächlich. Aber wobei wir können. Naja, schon. Dann fangen wir irgendwie auf welcher Höhe an der Höhe ungefähr? Hier. So. Sehr vereinzelt gebaut. Genau, und da ist dann, wie rum ist das dann? Da kommt dann von dem, das heißt, das ist das Kupfer-Input-Förderband, das zweite von links hier, oder? Sehe ich das richtig? Ich suche gerade meinen roten Bauplan. Ich finde ihn nicht. Was ist denn hier das Äußere? Ach, ich glaube, das Äußere war bloß bei dem, das mal wegmachen. Das Äußere hier, das war bloß bei dem oben die Rückführung von den Dingern. Können wir eventuell, brauchen wir eventuell gar nicht, müssen wir mal schauen. Genau. Und dann ganz rechts werden sie rausgeladen und das zweite von rechts ist Eisen. Na, nicht so, ihr Deppen. Ah. Ich habe ein paar Freunde mitgebracht. Das ist doch was Feines. Das heißt, die Zulief. Das heißt, ja gut, das muss halt irgendwann irgendwie, ne? Oder was? Oder machen wir es doch nach rechts weg? Vielleicht machen wir es doch nach rechts weg? Weil eigentlich ist es wurscht. Eigentlich ist es wurscht. Never mind, eigentlich ist es wurscht. Passt schon. Passt schon. Passt schon. Gut, dann bist du der Erste deiner Art. Guck mal hier, Freunde.
Außer mehr Roboports braucht die Welt. Das Lustige ist, dass jetzt theoretisch, nämlich nicht ganz täusch, auch die Fabriken hier gebaut werden müssten, ohne dass wir sie Nice. herstellen. Das war so der Hauptgrund, warum ich das wollte. Nice. Was hältst du davon, wenn wir jetzt noch hier den Blueprint nehmen? Lager nicht, ich hätte Na, einen Blueprint, ne? mit Falscher Blueprint. Elektronik so kurz. Beziehungsweise nee, doch nee. Was kommt hier? Copper Plates kommen hier an, ne? Kein Erz, okay. So. Aber das passt ja gar nicht. Das passt ja gar nicht. Das Was passt passt ja wo gar nicht? nicht. Was passt nicht? Und dann müssen wir das so machen. Das hintere, genau. So. Ach Gott, wie war das? Und dann musst du hier vorne nochmal irgendwie einen Trainstop hin, um als quasi als. Holding, ja. Gut, dann heißt der hier ganz kurz Holding. Das ist zwar ein sehr kurzes Holding, das ist vielleicht eigentlich nicht so. Ach egal, passt schon. Passt, Joe. Muss der irgendwie Bildungsprinzip Holding Circuits heißen oder kann er einfach Holding sollte, heißen? ich, weil sonst fahren sie zu irgendeinem anderen Okay. Holding. Ah, okay. Ich finde das lustig, wie jetzt die ganzen Roboter die Sachen anliefern. Ja, das ist sehr angenehm. Eines Tages werde ich mir auch noch einen Blueprint für eine Train Station bauen. Gibt's also so die Hab ich Blueprint? nie. Ja. Ja. Ich finde das toll. Wenn wir jetzt schon Platz haben, könnten wir theoretisch, sollten wir eigentlich gleich die Fast, die Stack Inserter benutzen, aber Ach so, kommt mal auch. wurscht. Copper Plates, okay. Iron Plates. Ja, genau, das ist Copper. Das heißt, wahrscheinlich wird es irgendwie Sinn machen, wenn man links Iron hochführt und rechts Copper, dann kann man die mal zusammenführen, wenn unten weitere hinzukommen. Einfacher, ohne dass sie sich in die Quere kommen, denke ich, oder? Oder mache ich es mir jetzt zu kompliziert? Nö, passt schon. Geschrieben Elektro. Nein, nicht Tornik. Das ist immer so toll, wenn ich sehe, dass es falsch geschrieben ist, aber Aber du erstmal nicht suchen, weißt, wo es wo. falsch geschrieben Ja, ist. kenne ich, kenne ich. Geht mir tatsächlich auch so. Schon wieder. Elektro. Ink. Nein, Nick. Gute Güte. Wie oft kann man sich in einem Wort verschreiben? Doch. Jetzt stimmt es aber. Ich Okay. kann es ziemlich oft. Ja. Ja, Pattern Matching ist schon was Beeindruckendes immerhin. So. Du bist. Ach, du So, bist Copper. wieso zum Henker Das heißt, erkennst du diese ach, diese. Ding nicht an als Kiste? Ist das nicht im Versorgungsradius oder was? Magst du das nicht? Mag er wieder nicht. Na, ich baue gerade noch mal ein paar Roboports. Und jetzt vor allem mal einen dahin, dass wir auch automatisch an die, wie heißen sie denn? Advanced Circuits kommen. So, das ist Kupfer, Maxa, steh, Wir haben steh, echt steh, kein. down. Ich hab wohl vergessen, Longhanded zu machen. Muss ich wohl nachholen. So, jetzt erstmal das hier.
Also Was Iso. jetzt? Jetzt habt ihr keinen Bock. Warum? Hallo? Dann baue ich es halt von Hand. Faulen Roboter. Oh, in Parallel, oder wie? Okay. Na dann. Oh Gott, es sitzt jetzt so verwirrend mit den Förderbändern hier. Was ist denn da dann was? Das heißt, das ist auch wieder Kupfer noch. Okay. Okay, ich wollte noch, Gut. bräuchte noch eine Produktion von Longhanded. Die brauchen normale Inserter. Und was noch? Das heißt, dann wollen wir die aber auch. Eisenplatten. Ach nee, oh, ah, oh, so rum. Oh Gott, okay, jetzt sehe ich es. Nee. Das heißt, das ist Kupfer. Da müssen wir die alle umdrehen. Müssen jetzt alle von den Förderbändern hier jetzt umdrehen. Du musst nicht R drücken, du nimmst einfach ein Förderband in die andere Richtung und läufst einmal rüber. Ich habe aber keins. Okay, ich habe welche. Um was geht's? Ja doch, jetzt. Ja doch, ich hab sogar eins. Notfalls baust du eins ab, dann hast du Fast eins. schon. Ja, genau. Das war der Punkt. So, das heißt, das ist. Oh, das passt. Dann das genau. Und das ist mit Eisen. Okay. Das ist Ich Eisen. baue direkt mal, weil ich erwarte gar nichts anderes in der Geschwindigkeit drunter. Wenn du es hast, ja, gerne. Ich hab's halt nicht. Dann lass es dir doch bringen. Versuche ich? Also es ist eingestellt, aber ich krieg's nicht. Wahrscheinlich, weil du immer außerhalb des Radius läufst. Aber das werde ich jetzt Genau. ändern, weil ich habe hier noch mal was dabei. Ah, shit. Ist das jetzt richtig rum? So schlecht. Suchen ist richtig. Na, dann kommen die auf. Ungefähr der. Yep. Nein! Fuck. Braucht doch eins, um zu planen. Dann die einfach das bauen, was ich habe hier. Nee, gar nicht. Nein! Ich will nah dran. Goddammit! Möglichst weit weg davon stehen. Nein! Boah, das war immer noch zu. Oh Mann, die Range ist zu groß. Zum Kotzen. Du kriegst hier jetzt welche. Ah, das ist gut. Ich mach das Ganze das wieder qualvoll. Gib mir mehr. Es gibt mir. Ich kriege jetzt alles Mögliche, aber keine Felder. Jetzt so. Sonst wäre wahrscheinlich dann eher. Wenn du nimmst. Ah, du liegst okay da. Das heißt, da auch. Oh, das ist gut. Das ist gut. Das ist fein. Das geht sich nicht, oder? Nee, knapp nicht. Ich habe gerade überlegt, ob wir auf beiden Seiten entladen wollen. Ah, weiß ich nicht, ob das überhaupt. Das macht es halt deutlich schneller, logischerweise. Aber Ja, passt schon. reichen dafür dann die Förderbänder aus? Mal. Man, haben wir den Platz? Ja, gerade. Ja, nicht wirklich, ne? Müssen wir es noch ein bisschen umbauen. Ja, wir müssten das untere eins weiter runtersetzen. Ja. Ja, zwei, oder? Zwei, Sind ja. da drei dazwischen schon? Eins, zwei. Nee, Nee, nur zwei noch müssen wir zwei. runter. Ja. Zwei, ja. Ja, wobei wir theoretisch auch sagen könnten, wir liefern doppelt Eisen und doppelt Kupfer an, weil wir brauchen hier Massen. Ja. Vor
Von daher. Komm, mach mal. Wir brauchen es eh. Aber erst nächste Folge. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao, ciao.